gentlemen. We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu Let's Play The Forest. Freunde, was soll ich sagen? Ich freue mich ganz sehr. Wir spielen The Forest zu dritt mit Lucy und Aris. Wir haben es ja damals auf dem alten Kanal schon mit Aris zusammengespielt und heute startet es nochmal zusammen mit Lucy. Freunde, ich freue mich so. Ich habe so Bock drauf. Das wird einfach so geil. Ja, ich weiß, Sons of the Forest ist draußen, aber das kommt auch noch. Erstmal wollen wir mit The Forest nochmal anfangen. So, ich habe mich gerade noch gemutet in Discord. Hallo, Freunde. Hallo. Wer seid ihr denn? Hallo. Hallo, ich bin der Sitznachbar. Hallo, völlig fremde Menschen, die ich zum ersten Mal jetzt treffe. Das ist mein erster Flugzeugabsturz. Mein erster, ach auch, ihr erster, auch ihr erster, ja, cool. Mein dritter schon. Ach, ihr dritter, oh. Sie sind... Ich habe damit schon einige Erfahrungen, ich mache das hobbymäßig. Ah, okay. Aha. Sehr schön. Ja, Freunde, zur Info, Lucy kennt das Spiel noch gar nicht. Genau. Ja, ach, und ganz wichtig, habe ich ganz vergessen zu sagen, alle Folgen aus meiner Sicht findet ihr auch auf Lucys Kanal, da natürlich aus ihrer Sicht, ne, also da genau. Habt ihr gerne auch noch was zum Gucken, wenn ihr sagt, hey, was macht Lucy denn, schaut einfach rüber auf ihren Kanal, da genau. Seht ihr es. Umgekehrt genauso bei Ruckel, ist jetzt unten in der Beschreibung verlinkt. Ganz genau. Aber den Ruckel kennt ihr ja sowieso, ihr wisst, wie ihr den findet. Na klar, scheiße finden sie den. So. Wo ist denn hier? Kann ich hier eigentlich noch was essen? Guck mal, da hinten. Oh, kann man irgendwie Sachen lesen? Ich habe irgend so einen Zettel mitgenommen. Ja, hier ist irgendwas. Ja, den habe ich mitgenommen, aber ich konnte ihn nicht lesen. Auf I hast du ein Inventar. Okay. Ah, das alte Inventar, ja. Ach, da ist der Zettel. So. Okay. Die Passagierliste. Da ist irgendwas eingekreist, ne? Was? Leblanc ist das. Leblanc. Ja, Leblanc. Das ist ein. Ja, Leblanc und der ist in der Chinese. Klasse 6b, glaube ich. Ja. Genau, Klasse 6b. Ja, ja das Klasse ist 6b. Ein Schulausflug anscheinend ja. Gewesen hier. Wir sind einfach ein paar Mal sitzen geblieben. Ihr seht schon wieder gleich aus. Diesmal seht ihr aber. Ist sehen alle gleich aus. Stimmt. ihr habt eine etwas andere Frisur, aber die Gesichter sind gleich. So, ja. Ja, genau. Die, genau. Alle Ruckel, du hast eine Sturmfrisur einfach hier. Ja. Okay, wie kriege ich den. Okay, so kann man es wegpacken. Was mache ich denn? So ein Vogel auf dem Finger. Ja, der hat gerade irgendwie in die Luft. Keine Ahnung, also was. Vogel hat er, ja. Aber den Finger habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Ich hau dir jetzt mal hier meine Axt in den Schädel. Rein damit! Und wir gucken einfach zu, Aris. So. In den Schock. Ja. Weißt du, das ist halt hier, ne? Oh, hier. Ach, alles klar. Ja, guck mal, hier braucht man gar nicht shoppen gehen. Jetzt habe ich ein neues Kleid. Ist doch perfekt. Ja, hübsch. Warte, ich zieh's mir auch mal an. Aber jetzt weiß ich. Steht euch wirklich sehr gut. Ja, findest du? Ich muss mal im Sonnenlicht hier angucken. Guck mal raus hier. Oh. Perfekt. Schön. Und mit dem Rucksäckchen, das ist ein Traum. Okay, die Koffer kann man aufprügeln. Mhm. Ne. Hier, Lucy, fang! Lucy, oh! Hui! Hast du den Ball gesehen? Nee, ich hab, der Vogel ist mir ins Gesicht geflogen.
Ich habe gerade einen Ball geworfen, also, wo ist er hin? Nee, den hab ich nicht gesehen irgendwie. Ich habe nur einen Vogel auf mich zu fliegen gesehen. Okay. Nein, ich habe den Koffer weggetreten. Was soll denn das? Was macht Ares hier? Oh, ich habe einen Vogel gejagt. Ach so. Okay. Ich bin auf Nahrungssuche gegangen. Nein. Oh Gott. Ich muss hier erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, glaube ich. Boah, da ist Geld drin. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Hier so. Auf jeden Fall. Hier gibt es irgendwo einen Kiosk auch. Was ist das? Geht das nicht auf hier? Der ist umgedreht. Der ist schon offen. Achso, ja, den hatte ich selber auch aufgemacht, ich Idiot. Ja, Lucy, ich weiß gar nicht, man kann ja auch in The Forest viel bauen. Wie bist du da so? Ja, baust du gerne? Ja, eigentlich schon. Also ich habe sehr, sehr viel Minecraft-Erfahrung, sag ich jetzt mal. Mhm. Das ist gut. Ares baut auch für sein Leben gerne. Okay. Ganz viel. Okay. Weißt du, das Gute ist, ich habe ja euer Let's Play von damals, habe ich ja nie gesehen. Ich weiß also gar nicht, was ihr da so angestellt habt. Oh, ganz schlimme Sachen. Das ist eigentlich ganz gut. Zu der Zeit habe ich dich nämlich noch gar nicht verfolgt. Also, ist jetzt, also ja, verfolgt, genau. Also ich werde jetzt hier eure geballte Kraft hier, ne? Ja. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich erwarte, dass ihr hier mich beschützt und mir alles zeigt. Natürlich beschützen wir dich. Mhm. Ich muss aber sagen, da bist du auch echt im Vorteil, weil ich fand die Story immer richtig geil und es ist halt, ich wünsche mir so oft bei so vielen Spielen und Filmen, dass ich die noch nicht gesehen habe und nochmal sehen könnte so. Ja. Und The Forest gehört einfach dazu, also es ist wirklich... Oh, ich kann das hier nicht mehr aufnehmen, warum nicht? Eine Tafel. Oh, nee, Inventar voll ist mal doof. Ich mag unendliche Inventare eigentlich. Ja, ja. Ein Traum. Ich glaube, es ist auch nur ein Stein. Da vorne hängen übrigens Füße. Also ich finde das sehr beunruhigend. Ja, eigentlich schon so gesehen. Mhm. Das ist ein schönes Windspiel. Also Deko, ne? Also. Ja. Okay. Und von wem das kommt, wirst du noch sehen, würde ich sagen. Okay. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, Ares, du... Kanntest dich in The Forest, hast dich da mehr reingelesen, immer als ich. Ist es gut, bei hier was aufzubauen oder lieber abhauen? Oh, ich weiß die Orte gar nicht mehr, aber wir können gerne was aufbauen und das dann ganz natürlich rausfinden. Ja, ich meine, wir spielen es ja auch zum ersten Mal, muss ich an der Stelle sagen. Ja, ne, genau, das ist alles ganz neu. Ach so. So. Ah nein, ich habe irgendwas gegessen und habe Schaden gekriegt. Die Beeren sahen so lecker aus. Oh, ich habe was. Warte, ich habe was für dich. Hier. Ah, wie das aussieht, wie du rennst. Nimm den Stock. Du servierst mir den Stock auf so einer Aluschale. Oh, Gott sei Dank. Okay. Lass ihn dir schmecken. Lecker. Schau mir in die Augen, Kleines. Okay, Oh Gott. Oh, ich habe einen Schokoriegel. Sweetshot. Outfit. Also, Lucy, du kannst auch gerne mal hier das Dorf durchsuchen, denn hier gibt's viele Sachen. Also, könnte ich mir denken. Ne? Ich weiß das gar nicht. Also, ich glaube es, dass hier einige Sachen gibt. Ich habe das ja, wie gesagt, als Let's Play gesehen damals und ich glaube, da gab es dieses Dorf an der Abschlussstelle gar nicht. Das ändert sich auch immer, wo du abstürzt. Also es ist nicht immer die gleiche Stelle. Ah, okay. Das ist natürlich... Glaube ich zumindest. Was war das? Ich habe einen Speer gebaut. Ach, lol, ich höre... Okay, ich wusste nicht, dass ich eure Sounds höre. Ich dachte schon, was ist das denn? Oh, hübsch. Er hier ist auch anders wild irgendwie, ne? Mit seinen... Was los? Er sieht nicht mehr ganz so gut aus. Boah, aber der Kopf ist so groß wie unser Oberkörper. Also. Oh, hier sind noch ganz viele Koffer. So, ja, Ares ist schon fleißig am Craften. Ich habe noch gar nichts gemacht hier. Ich weiß nicht mehr, wie man craftet. Also du hast in der Mitte, also Ares, erklär du mal, du weißt das besser. Okay. Nein, erklär du. Nein! Also du hast in der Mitte so ein, also du hast ringsrum deine ganzen Sachen, ne, auf deinem Tuch da liegen und du legst halt Sachen in die Mitte. Und kannst sie kombinieren. So, und ich weiß jetzt gerade nicht, wie man einen Speer macht, aber du hast zum Beispiel auch so ein Zahnrad, das zeigt dir immer an, dass du was craftest, wo noch was fehlt. Und wenn das
Zahnrad dann voll ist, dann kannst du sozusagen was erstellen. Okay. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Stöcker miteinander kombiniert und was kann ich da noch raufpacken, Aris? Für einen Speer? Ein Seil, glaube ich. Dann kannst du ihn anzünden oder so. Aber du hattest doch gerade einen Speer, ne? Ja. Wie hast du den gemacht? Also, den Speer macht man einfach aus zwei Stöcken. Ach, das ist schon der Speer? Mhm. Hä, aber... Guck mal, aber das ist doch... Also, ich habe das gemacht, bei mir sieht das so aus. Der Speer landet dann unten im Inventar. Das ist so ein ganz kleiner. Schwacher Speer. Ah, okay, ich habe das falsche ausgerüstet, okay. Du kannst auch... den Speer, also verschiedene Items plus Rucksack kombinieren und dann kannst du auswählen, ob der auf 1 bis 4 ausrüstbar ist. Ah, sehr cool. Sehr cool. Moment, wie macht man das jetzt mit 1, dass man das auf 1 bis 4 legen kann? Mit deinem Rucksack einfach kombinieren. Also in die Mitte legen, den Rucksack, genau. Oh, ja, okay. So, pass auf. Wir haben aber die falschen Tasten! Dann ist das auf der 2, okay. Dann habe ich die Axt auf der 1 und den Speer auf der 2 und es funktioniert. Okay. Aris, hast du schon ein bisschen was von Sons of the Forest gesehen oder auch schon gespielt? Nichts gespielt und kaum was angeschaut. Sehr geil, ich auch. Das kommt dann auf jeden Fall hinterher. Freunde, ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache, ob wir das Spiel in Staffeln aufteilen, klassisch, oder ob wir einfach durchgängig das machen. Das wird sich dann alles herausstellen. Kurze Frage wieder. Ja. Ich glaube, das werdet ihr noch öfter hören. Ja? Die Axt liegt ja standardmäßig auf der 3. Wie ändere ich denn die Zuweisung? Auch einfach wieder kombinieren. Also wenn ich den Rucksack reinpacke, ist die Axt halt automatisch schon... damit drin. Ich kann die halt nicht nochmal extra auswählen. Ich glaube, du musst die ersetzen erst mit was anderem. Ah, okay. Dann kannst du es neu auswählen. Kombinieren. So, gibt's hier noch was? Okay. 3. Oh, I see. Okay, jetzt habe ich es geschnallt, glaube ich. Hoffe ich. Ich drücke immer die falschen Tasten und breche dann ab. Das ist irgendwie belastend. Ja. Habt ihr die ganzen Koffer hier gelootet? Hier waren noch ganz viele Koffer. Oh, da muss ich nochmal gucken. Das klingt doch also gut. Also hier, die waren alle zu, nämlich. Okay. So. Wir können uns ja erstmal ein schönes Fleckchen suchen, wo wir sagen, hier wird gebaut. Mhm. Wird hier gebaut. Und dann, können wir ein bisschen was bauen. Uns vorbereiten. Wo zieht's euch denn hin? Gen Wasser oder gen irgendwo anders? Ja, Wasser ist ganz gut nützlich, ja. Oder? Kommen sie ja nur aus einer Richtung. Also, ich weiß nicht, ob irgendwas kommt, ja, aber gut, wenn was kommt, dann... Das hätte ich jetzt auch noch gedacht. So. Dann kommt's wahrscheinlich nicht aus Wasserrichtung. Okay, Freunde, wollen wir... Ich weiß nicht, wo... Ich weiß nicht. Ich muss auch also, was könnten... trinken. Wir könnten natürlich auch, da ist irgendjemand in dem Dorf, da vorne steht jemand. Oh, was? Da sind so kleine Gollums. Oh. Hallo. Das kennt ihr ja noch gar nicht. Nee, wer sind die denn? Hallo. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Das hat so ein bisschen was von Seven vs. Wild hier, oder? Ja, irgendwie schon. Hallo, Herr Meinecke. Das ist eine offizielle Bewerbung von mir für Seven vs. Wild. Ich kann... Versus Wild ist auch gut. 7 gegen Wild. Guck mal, Aris. Guck mal hier. Ja. Hast du gesehen? Hm? Nein, ich bleib stehen. Lorchi. Oh nein, der Hase ist weg. Es ist Lorchi. Oh, ein Drache. Ein Drache. Drache. Zack. Mhm. Drache erwache. Ja, wie Sie sehen, Herr Meinecke, ich kann Drachen häuten. Und ich komme gut zurecht mit Eingeborenen. Wir können Seite an Seite koexistieren. Nehmen Sie mich jetzt. Hier. So, komm.
Warum hat er jetzt die Liste wieder vorgeholt? Hier, schau. Hä, bei mir hat er auch die Liste. So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert an der Umgebung. Das liegt daran, dass ich das Spiel neu starten musste, weil ich es einfach geschlossen habe, aus Versehen. Und ja, man kommt halt immer an einer anderen Stelle raus. Deswegen sieht das jetzt hier so auch aus. Und die beiden sehen auch wieder ein bisschen anders aus. Das kann man leider nicht beeinflussen. Aber wir haben unseren Stadtpedo wieder am Start. Das ist die Lucy. Und... ja, Ares weiß ich nicht. Was ist so, das ist so ein Hipster oder der so. Der sieht bei mir aus wie du. Das bist einfach du. Ehrenmann. Ist das der mit dem Vollbart? Der hat einen Vollbart und so ein bisschen gestyltere kurze Haare. Ja, dann sieht er bei mir auch so aus. Das bin ich, Freunde. Ich sag ja, die... Du bist ein Hipster. Ich bin ein Hipster. Ja, habe ich mich schön selber gedisst. Oh. Ein Vogel. So, wir hatten ja überlegt, wir sind ja jetzt gar nicht mehr beim Kannibalendorf, wir hatten ja überlegt, ans Wasser zu ziehen. Am Bassdorf? Was? Am was für ein Dorf? Hä? Wovon redest du bitte? Ach so, diese unbekannten hab ich Leute, Kannibale die hier rumlaufen, gesagt? Die wir nett gegrüßt haben, die... Fußdeko haben. Ja, stimmt. Ach, du meinst Kabanale. Kabanale, genau. Ach, ja, ja. Ja. Auf der Kabanalen ist. Ja. Kommt mit, ihr Kabanalen. Da ist ein Reh. Kann ich den Speer auf das Reh werfen? Also. Oh ja, rechts, rechte Maustaste. Hier drüben haben wir zum Beispiel. Oh Gott! Eine schöne Küste. Hier könnte man was bauen. Das ist zwar nicht direkt am Wasser, aber halt Küste. Also man kann mit dem Speer anscheinend nicht so gut zielen. Hast du den ins Unterholz gepfeffert? Irgendwo in die Bäume habe ich den geworfen. Schön. Ich habe so ziemlich auf das... Also wo ist denn... Also ich nehme mal, meine Hand ist das Ziel... Oh, vorsichtig. Tippe ich jetzt einfach mal. Also die Hand irgendwie so... Oh, nee, da kannst du dich nicht dran orientieren. Nee, noch nicht. Irgendwie werfe ich ein bisschen da drüber. Mhm. Ja, nee, okay, Gott, nee, das geht gar nicht. So ein bisschen über... Gott. Also so schräg rechts über der Hand. Ja. Oh, der wirft den aber echt kräftig, Junge. Ja. Da ist schon wieder ein Räder vorne. Oh nein! Ah doch, ich komme noch ran, okay. Okay, also, hier, wie gesagt, haben wir so Küste. Ah, ich glaube, das ist, glaube ich, unser Spot. Also, ich weiß nicht, ob das unser Spot ist, weil wir haben das ja schon mal noch nie gespielt. Euer Spot? Wart ihr etwa hier schon mal im Urlaub? Nein. Nee, er meint, hier gibt es wahrscheinlich einen Hotspot. Also gibt's, so. Genau. Fische, Fisch. Vom Flugzeug, das WLAN hat überlebt. Ich sehe mich schon da runter segeln. Oder da unten ist so eine Landzunge, das können wir auch uns angucken. Och, guck mal, das sieht doch schön aus. Ist halt nicht so viel Platz zum Bauen, aber wir müssen ja sowieso erstmal jetzt so einen Unterschlupf bauen, dass ich das verdammte Spiel endlich mal speichern kann. Ja, sonst müssen wir gleich noch ein drittes Mal... nein, ich meine, wir haben das zum ersten Mal gerade gestartet. Zum allerersten Mal, oh! Oh, und dann war er weg. Auf B könnt ihr übrigens euer schlaues Buch öffnen. Oh, schlaues Buch. Ah, das schlaue Buch! So, das schlaue Buch. Ein Jagdunterstand. Den hat man, glaube ich, mit dem musste man speichern, ne? Ja, ich glaube ja. Ja. Genau. Ich finde das schön, dass das Erste, was es mir erklärt, ein Molotow-Cocktail ist. So, pass auf, das stelle ich jetzt mal hier hin. Zack, 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 zack. Sollte man eigentlich sparsam mit Sprinten sein? Kostet einen das irgendwie Energie oder sowas? Das kostet... Oder kann ich einfach sprinten, wie ich will? Die hellblaue Ausdauer im Kreis, das ist deine Energie quasi. Das blaue Außen ist dein Durst. Mhm. Links ist halt dein Leben und dein Darm. Das ist halt... Der Wassertropfen, der so rot blinkt. Was heißt das? Das heißt, es regnet jetzt. Ah, okay. Das habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Nee, das heißt dein Durst. Okay, aber das heißt, wenn das blinkt, sollte ich was trinken. Schön. Genau.
Okay. Seesterne. Könnt ihr die essen? Nein. Oh, verdammt, das war jetzt nicht so clever. Kommt man hier wieder hoch? Ja, oh, oder? Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, beschreibt das ganze bisherige Let's Play. Ja. Oh, ich glaube, das war nicht so clever. Ja, das ist unser Motto. Schon immer gewesen. Stirb! Wie komme ich denn jetzt da hoch? No. Ich muss hier erstmal einen Baum fällen. Wie stark ist dieses Reh? Jetzt wirst du gleich einmal vom Reh getötet. Ja. So. Komm schon, fall, du dämlicher Baum! Fall runter! Ja. 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 Ich komme hier die Klippe nicht hoch, was ist denn das? Baum fällt! So. Okay, okay, okay. Holz ist... Oh Gott! Oh Gott! Hast du mir gerade einen Baumstamm ins Gesicht geworfen? Nein, der ist von selber geflogen, ich schwöre. Das würde ich jetzt auch sagen. Der ist wirklich, wirklich. Du bist in Wirklichkeit Baumstamm-Weitwerfmeister. Du siehst es in meiner Aufnahme. Ich schwöre dir, ich habe nur den Baum gefällt. Aber irgendwie sind die Stämme da reingeglitscht in den Stein. Das ist voll scheiße. Wie fäll ich denn den Baum hier? Ich kann den nicht fällen. Nee, da habe ich schon probiert. Da haust du auf... Okay. Stein. Irgendwie auf Stein. Nein, ich habe schon wieder aus Versehen irgendwas getrunken. Geil, Aris, was hast du hier? Schildkrötenpanzer. Ja, drei Stück, falls wir ein großes Loch finden, um reinspringen zu wollen. Ach so, ja. Was für ein großes Loch? Denkst du, hier könnte ein großes Loch sein irgendwo? Ja, nur für den Fall, also. Ich habe ein Reh getötet. Hast du gehört, Aris? Ja. Lucy hat ein Reh getötet. Das hast du nicht geschafft. Ach, hast du auch schon? Aha. Ah, okay. Warte, ich zeig dir den Kopf. Ich habe einen Rehkopf. Ich habe das Reh auch bestimmt auf ganz faire Weise erledigt. Ja. Ich habe bestimmt... Mit einem Baumstamm oder was? Ich habe mit meinem Speer draufgeworfen, mit einem gezielten Schuss und es getötet. Würde ich jetzt sagen, wenn das so passiert wäre. Ah, okay, also es hat gelitten. Ich habe danke. Mit dem Speer draufgeworfen... Ich habe daneben geworfen, ich bin auf es zugesprintet, ich habe es mit meiner Axt verprügelt, weil es gegen den Baum gelaufen ist. Ja, das klingt für mich fair. Und nicht weg konnte. Was kann ich mit dem Kopf machen? Kann ich den braten? Ich glaube, den kann man an die Wand hängen. Ja. Ja, das ist so Deko. Blutüberströmten Schädel. Ja. Oh Mann, das ist ja hier richtig scheiße, der Spot. Alter! Ich schmeiß den mal zu deinem. So. Kommt hier einfach nicht mehr hoch. Ja. Da müssen wir hier, glaube ich, eine große Treppe bauen. Was ist denn? Du hast eine Möwe? Hast du die auf dem Finger? Aha. Wunderschön. Aber machst jetzt so einen Zaubertrick mit dem Möwenkopf? Oh, leider nicht. Aber ich habe mich hier in Matsch eingegraben gerade. Oh Gott. Nicht dreckig? Nee. Nee, ich habe mich gerade voll mit Matsch hier. Hier war so ein Kumpel. Leute, ich werfe euch mal ein paar Baumstämme runter. Okay. Kurze Frage, wird Fleisch schlecht, Ros? Ja. Okay, dann müssen wir das ja ganz schnell braten. Ich hab so... Mensch. Hier rechts, Freunde. Wo ist rechts? Ganz, ganz rechts. Moment, ja, aus dem so Moment. Rechts, wie es geht. Zack. Okay, wird es von meiner Seite aus links. Ach so, ja, stimmt. Kommt ihr da ran? Kommt der zu euch? Ja, er kommt zu mir. Wunderbar. Ich habe ihn. Hier kommen jetzt ein paar runter. Können wir was Schönes bauen. Da unten. Man kann mehrere nehmen, ne? Zwei. Glaube ich. Okay. So, ich hoffe, ich kann das jetzt und zerstöre das nicht sofort. Schön in die Richtung. Jawohl, jawohl. Usha. Hier ist wieder eine Matschkrone. Hä? Wo? Lucy, was machst du da? Im Wasser? Ich wollte gucken, ob man Speer fischen kann, aber anscheinend nicht. Oder ich bin einfach zu doof dafür. Doch, doch, das geht, aber die sind zu weit weg. Ah, okay. So, das fällen wir mal dann in die Richtung.
Nein, jetzt hängt er da fest, oder was? Oh nein, er rutscht, er rutscht. Weißt du, irgendwann gucken wir da hoch und du stehst da einfach nicht mehr, sondern man sieht nur noch so einen Eingeborenen weghuschen. Haben sie dich geholt. Haben sie mich geholt. Ja. Dann müssen wir dich herunterholen. Ja. Ja. So. Ja. Es ist fertig. Ah, ich habe keine Energie mehr. Verdammt. Oh, nice. Speichern. Müssen wir nicht alle speichern, oder? Ich glaube, wir müssen alle speichern, ja. Ah, okay. Knarrt. Also, dass quasi unsere Sachen gesaved werden, solange mehr ist. Ja. Denke ich mal. Okay. Schwupp. Tschüss, liebes Holz. Komm gut an. Alter, wie die Stämme da rumliegen. Also ihr könnt auch gerne mal einen Bauplan aufmachen und selber was dahin zimmern, ne? Das war jetzt ja, nur... Ja, gucken, wie das hier alles so funktioniert. Provisorisch. Was kann man denn alles machen? Kann man an einem einfachen Feuer dann Sachen braten oder braucht man dafür ein Lagerfeuer? Du kannst es, glaube ich, reinlegen. Okay. Nicht. Okay. Okay, dann schön, schön, schön. Lalala. Also wir brauchen hier ganz dringend irgendwie eine Treppe. Ja. Oh Gott. Weißt du, die ganzen Eingeborenen, die ganzen netten Leute, die wir gesehen haben, die fallen dann alle auch hier runter und kommen nicht mehr hoch. Und dann sind wir mit denen da eingeschlossen. Ja, und dann muss man sich anfreunden. Soziale Kontakte. So. Wie kann ich Blätter sammeln? Ich glaube, wenn du so Büsche kaputt... Ah, okay, wenn ich irgendwas kaputt haue. Ja, ich merk's gerade. Ich weiß halt nicht, ich probiere jetzt... Ich think big ist ja das Motto, wenn ich jetzt einfach mal so eine Riesentreppe hier baue, wie viele Baumstämme das dann wohl kosten würde. Moment, man kann echt eine Treppe hier hochbauen? Man kann, ja, glaube ich, ich habe es noch nie gespielt, aber man kann Treppen bauen. Okay.